Ja, hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute widme ich mich wieder der Natur- bzw. Landschaftsfotografie. Ich mache heute mal ein ganz, ganz minimalistisches, unaufgeregtes Bild von einem Baum. Und zwar habe ich mir dafür einen ganz besonderen Baum ausgesucht, und zwar diese 100 Jahre alte Eiche, die da oben auf dem Berg steht. Ich bin hier ganz in der Nähe vom Starnberger See und dieser Baum ist eh schon super bekannt über Instagram und er hat auch sogar eine eigene Facebook-Seite. Und heute ist der Himmel leider nicht strahlend blau, sondern eher gelb-rötlich. Das liegt an dem Sahara-Staub. Aber das macht mir nichts, weil dann wird es nur noch minimalistischer. Also man konzentriert sich eigentlich nur auf den Baum. Den möchte ich jetzt aufnehmen und habe dafür mein 70-180 Tamron-Objektiv dabei. Will dieses Bild jetzt natürlich entsprechend gut einfangen und da die Sonne ja direkt hinter dem Baum steht, werde ich das jetzt auch mal mit einem Filter machen. Ich glaube, ein Verlaufsfilter, der von oben eigentlich den Himmel und die Sonne ein bisschen abdunkelt, macht hier Sinn bei der Geschichte. Bei der Landschaftsfotografie verwende ich eigentlich standardmäßig nur zwei Objektive. Das ist mein 16-35, ich zeige es euch mal. 16-35 G-Master, also bei Tag bei der Landschaftsfotografie dieses hier. Und das Zoom-Objektiv, das 70-180. Mit den zwei Objektiven komme ich super gut klar. Das Sony A7 III und einen stabilen Stativ. Jetzt gehe ich mich mal an die Bildkomposition machen, setze den Filterhalter drauf und mache das Foto. Easy eigentlich. Schraube ich den Filterhalter mal da drauf. Zack, sitzt. Und jetzt nur noch den Verlaufsfilter. Und der kommt schön vorn drauf. So, der kommt hier einfach schön drauf. Schauen wir uns mal das Bild an. Hier ist alles gerade. Wow! Was machen wir denn da? Ist gar nicht so easy, das jetzt so zu bestimmen. Weil der Vordergrund ist hier bei mir schwarz, da ist keine Aussage drin. Gar keine eigentlich. Aber ich mache jetzt mal das erste Testfoto so, dass ich den Baum ins rechte obere Drittel rein platziere. Und was haben wir hier? Auslöseverzögerung 2 Sekunden. Auto-Weißabgleich ist drin, Steady-Shot, ja, der kann drin bleiben, ist egal. Jetzt muss ich den Baum natürlich erstmal scharf stellen. Dafür, zack, gehe ich hier in den manuellen Modus rein und fokussiere den Baum da hinten an. Oh, knackscharf. Wow, ist das schwer, direkt gegen die Sonne zu shooten hier. Super, super schwer finde ich das. Von der Blende her bin ich jetzt auf F18. So, und hier bietet sich jetzt zum Beispiel mal an, mit dem Bracketing zu arbeiten. Also das heißt, drei verschiedene Bilder mache ich jetzt mit einer unterschiedlichen Belichtung. Und was nehmen wir da? 0,5er Bracketing, 5 Bilder. Machen wir 5 Bilder mit 0,5 Unterschied in der Belichtung. Da bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Das sehen wir gleich. Bap, 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 bap. Und auf 1/15 Blende 18. Bam! Jetzt ist der Lichtkegel genau in der Mitte. Cool. So, jetzt bleibt mir nur noch zu warten, bis die Sonne untergeht. Ich bin echt gespannt, wie das wird, weil auf dem Display schaut es jetzt nicht so wahnsinnig geil aus. Aber ich bin total dankbar, dass jetzt hier keine Menschen an dem Baum dann irgendwie rumhüpfen, dass ich hier freien Schuss nach vorne habe. Puh, bin ein bisschen hibbelig, muss ich sagen. Und es wird jetzt auch immer einfacher zu fotografieren. Ich sehe bei meinem Vordergrund auch verschiedene Ebenen in dem Acker selber. Diese Linien, die da reinstürzen, die nutze ich jetzt auch,
und positioniere so den Baum, dass es für mich einfach stimmig aussieht. Und bleibe auch dabei, dass ich den in das rechte Drittel reinpacke, weil links der Berg abfällt und das macht das Ganze ein bisschen interessanter. Ich habe die Kamera noch ein Stück bewegt, jetzt muss ich wieder vorne ran an den Zoom bzw. hier an den Fokusring und ziehe den Baum nochmal scharf. Jawohl. Ich überlasse es nicht der Kamera, macht es selber, weil ich möchte nicht, dass die Wiese hier vorn scharf gestellt ist, sondern echter Baum. Der muss gut im Fokus sein. Und der ist es. Und für dieses Bild saß ich jetzt auch 1,5 Stunden hier im Parkplatz, im Auto, habe eure YouTube-Kommentare beantwortet. So ist es halt, ne? Wenn man beim richtigen Licht fotografieren will, muss man Zeit mitbringen. Nach dem Foto fahre ich auch noch nach Landsberg am Lech. Ich möchte da versuchen, dieses Landwehr oder wie das heißt, das Lechwehr zu fotografieren. Da haben wir dann ganz viel Wasser, Bewegung, Licht, ist fast Vollmond, ich sehe ihn da oben. Könnte auch ein gutes Bild werden, ne? Hat man einmal Tag- und einmal Nachtfotografie. Es ist auch gerade so angenehm, hier zu fotografieren. Wir haben Ende Februar und es ist ultra warm draußen. Das ist echt wunderschön. Das Einzige, was hier ein bisschen hässlich ist, ist diese Bundesstraße. Hier heizen die Autos vorbei, es ist laut, aber den Baum juckt es nicht und mich juckt es eigentlich auch nicht. Ich habe echt noch nie einen Baum bewusst fotografiert. Heute ist es der Fall. Und das Beste ist, es sind keine Menschen da. Nach dem Video wahrscheinlich schon. Okay, jetzt kommen wir der Sache schon ein Stückchen näher, würde ich sagen. 3, 2, 1, boom! Leute, ich brauche echt keinen Filter mehr, das ist einfach so auch schön. Hallo zusammen, mittlerweile ist es Nacht draußen geworden und ich bin nach Landsberg am Lech gefahren. Und zwar bin ich hier direkt in der Innenstadt an diesem großen Lechwehr. Hier gibt es diese Wasserterrassen und die eignen sich super gut, um ein schönes Landschaftsbild zu machen. Ich habe nämlich im Vordergrund diese Wasserterrassen und im Hintergrund die beleuchtete Altstadt. Und dazu kommt noch, dass heute Vollmond ist oder fast Vollmond ist und der spendet mir nur minimal Licht auf das Wasser. Und da eignet sich für mich jetzt zumindest hier wieder eine Langzeitbelichtung mit, was weiß ich, 15, 20 Sekunden. Und das Bild nehme ich jetzt von hier oben aus einer sehr sicheren Position auf. Zunächst sicher für mich. Mal schauen, was da noch geht. Und ich zeige euch, wie ich das Bild mache und es gestalte. Das ist ziemlich laut. Wenn ich jetzt aufstehe, werdet ihr wahrscheinlich kaum was verstehen. Mal gucken. Das eigentliche Bild von hier oben gehe ich jetzt folgendermaßen an. Ich suche mir zuerst die richtige Komposition raus. Das ist gar nicht so easy, weil diese Wasserterrassen bilden so einen Halbkreis. Und ja klar, die fliegen bei mir jetzt hier so gesehen von rechts nach links ins Bild rein. Und hier habe ich mir schon überlegt, dass ich sie wie so einen Pfeil oder wie so ein V von rechts ins Bild reinlaufen lassen möchte. Und da ich bei der Fotografie vielleicht zwanghaft bin oder auch ein Perfektionist bin, ich weiß nicht genau, möchte ich, dass diese untere Kante von der Wasserterrasse auch links unten ins Eck reinläuft. Weil nur so ergibt sich da für mich ein stimmiges Bild. So. Und jetzt geht es halt an die Einstellungen. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen rumgespielt im Menü. Und ich habe wieder mal meinen Fernauslöser daheim vergessen. Also kann ich nur bis maximal 30 Sekunden belichten. Weil ich will das auch nicht über die App machen von Sony, die nervt mich. Ich probiere es mal so. Ich kann 30 Sekunden lang belichten. Und möchte am allerliebsten auch die Lichter der Stadt einigermaßen als Blendsterne einfangen. Und ich weiß auch, dass man mit der Sony-Kamera schon die ISO hochdrehen kann, aber umso höher man geht, umso mehr Bildrauschen hat man. Und deswegen gehe ich jetzt nur mal auf 1000 ISO und bleibe dabei. Und dann muss ich dann nachher einfach mal daheim gucken, ob das was ist. Also, ich gehe auf 1000 ISO, der Wert ist fest. Dann gehe ich auf 30 Sekunden Belichtungszeit, der ist auch fest. Und jetzt kann ich einfach noch schauen, wenn ich an der Blende spiele, wo ich da rauskomme. Und wenn ich jetzt hier so in mein Live-Display reinschaue, in Live-View,
und das Ganze, 30 Sekunden, das Ganze auf eine 11er Blende jetzt habe, sehe ich eigentlich nur die Lichter der Stadt. Und es ist relativ dunkel. Aber die Belichtungsanzeige zeigt mir hier plus minus null an. Deswegen kann das funktionieren, das Bild. Jetzt ist mir hier sogar ein Auto durchgefahren und hat mir hier diese Wasserterrassen angeleuchtet. Also das sind Autoscheinwerfer. Ha, Wahnsinn. Ich mache jetzt mal noch ein Bild. Und so sieht es jetzt aus ohne Autoscheinwerfer. Auch recht schön. Ah, hier riecht es nach Gras. Ah, das tut gut. Ich kenne den Geruch. Gut, jetzt als Vergleichsfoto öffne ich jetzt mal die Blende. Das heißt, ich fotografiere auf einer möglichst kleinen Blendenzahl, sowas auf 3,2 ungefähr. ISO 100 wähle ich in dem Fall und belichte, ich würde sagen, ja, 15 Sekunden. Und so probiere ich das jetzt mal umzusetzen und schaue, was für eine Bildwirkung das dann hat. In der Belichtungsanzeige steht in dem Fall jetzt minus 0,7, aber ist mir jetzt egal. Bin mal gespannt, ob das Bild irgendwie besser ist, ja, ob es weniger rauscht, weil ISO 1000 ist schon mal eine Hausnummer, ne? Und wichtig für euch noch, ich fotografiere alle Bilder mit der Kamera im RAW-Format, keine JPEGs, alles RAW. Dann lade ich diese Bilder in Lightroom rein und passe die Belichtung meistens nochmal an. Schauen wir uns das Bild an. Auch super gut. Also bei einer 3,2er Blende hat man keine Blendsterne, aber das kann auch ganz schön sein, was ihr hier gemacht habt. Entscheidet ihr gern. Ihr dürft euch gern die Meinung darüber bilden und unten in die Kommentare reinschreiben. Also von der Bildkomposition bin ich jetzt schon ganz happy. Ich will dennoch mal was wagen und da runtergehen. Da würde ich mich mal hinstellen. So Leute, jetzt will ich noch einen besseren Shot hinkriegen. Ich bin jetzt hier runtergeklettert und schau mal, dass ich ganz vorn hinkomme zur Wasserkante. Und dann möchte ich nochmal ein weitwinkliges von unten nach oben machen. Ich wünsche mir Glück, dass ich nicht ins Wasser falle. Das wäre gut. Wow. Okay, hier ist ein schöner Stein. Okay, hier kann die Kamera auch safe stehen, oder? Oh, der Stein wackelt ein bisschen. Oh, oh Mann. Oh, aber es sieht klasse aus hier. Und von hier unten schaut die Perspektive so geil aus. Nochmal was ganz anderes. Bitte, lass es so gelingen. So. Jetzt mit den Lichtspiegelungen hier unten auf dem Wasser sieht super aus. Von oben habe ich den nicht drauf bekommen. Ja, da muss man auch erstmal ein Auge für entwickeln und ein bisschen Risiko gehen. Da kriegt man so ein Bild. Oh Mann. Ich stehe auf gerade mal 10 cm auf so einem Mini-Stein hier. Und ich hoffe, das bleibt doch so, dass ich hier stehen bleibe. Da ist es. Jetzt einigermaßen sicher wieder zurückkommen hier, ohne zu stolpern. Das wäre jetzt am allerbesten. Oh. So Leute, das war der Shot hier. Unten am Wehr. Oh, da ist Blaulicht. Oh. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen. Shit. Ja Leute, ich bin schon echt ein bisschen benebelt hier von dem Grasgeruch, der mir hier immer wieder in die Nase weht. Also ich bin's nicht. Ich riech's hier nur. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar. Und jetzt sage ich, ciao, euer Sigi, heute aus Landsberg am Lech und bis zum nächsten Video.